Du hast ja. Wie war es nochmal? Geil, dieser Mannschaft macht es halt immer Spaß zu spielen. Und das werde ich halt nie vergessen. Das war die geilste Mannschaft und die geilste Saison, die ich je hatte. Ja, damit sei alles gesagt. Einige machen wir noch. Basti, letztes Spiel für Post Schwerin. Ja. Für Olli gilt das Gleiche. Letztes Spiel hier für Post Schwerin. Erfolgreich beendet mit einem 49-26. Knapp an den 50 wieder mal gescheitert. Olli, du warst es. Du warst es, der gescheitert ist. Sag mal kurz was dazu. Ja, war ein bisschen dumm. Ich hätte wahrscheinlich abspielen sollen. Aber wahrscheinlich zu aufgeregt. Keine Ahnung. Oder wolltest du einfach die Kiste nicht bezahlen? Ja, das wären bestimmt mehr Kisten geworden. Jetzt so auch, aber... Gar kein Problem. Basti, für dich geht die Reise nach Doberan. Warum, wieso, weshalb? Ja, ich habe da jetzt arbeitsmäßig halt einen neuen Beruf. Und es ist für mich halt das Beste. Und halt handballerisch werde ich mich da, denke ich mal, auch werde ich da Fuß fassen. So, dass es halt für mich natürlich auch weiter nach vorne geht, hoffe ich mal, ne? Olli, eine, denke ich mal, doch sehr erfolgreiche Saison hier für Post Telekom mit dem Gewinn der Meisterschaft, mit dem Gewinn des Pokals. Wo geht für dich die Reise hin? Ich weiß noch nicht, ich werde dienstlich umziehen müssen und dann denke ich mal, da werde ich spielen. Aber wo, weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Okay, Jungs, feiert recht herzlich schön. Schwerin, denke ich mal, hat in diesem Jahr ein sehr erfolgreiches Handballjahr gehabt. Wir danken euch dafür und wünschen euch viel Erfolg für eure neuen weiteren Aufgaben, okay? Danke, Jungs. Okay, danke. Okay, für Post Schwerin 2 geht eine sehr erfolgreiche Saison zu Ende. Letztes Jahr war schon sehr erfolgreich. Was sagst du zu diesem Jahr, zu dieser Mannschaft, die du dieses Jahr zur Verfügung hattest? Ja gut, wir haben 3 Jahre an der Mannschaft gearbeitet und die ist noch stärker geworden, noch cleverer. Und wir sind in diesem Jahr fast alles umgelaufen, was in Mecklenburg-Vorpommern uns gegenüberstand. Und es ist eine geniale Saison mit so einer Truppe, das macht einfach nur Spaß. Das glaube ich. Menz, du als alter Haudegen für diese Mannschaft hier, heute doch auch sehr erfolgreich getroffen. Deine Eindrücke hier zu diesem Pokalfinale? Ja, das macht uns ja so stark, dass wir als Mannschaft auftreten. Jedes Spiel ist ein anderer erfolgreich mit den Toren. Heute war ich es mal, die anderen Spiele, das ist Bernhard oder Hannes oder wer, was weiß ich, wer da ist. Und man sieht ja auch, dass wir Spaß haben einfach, ne? Und das ist sensationell. Was sind eure Ziele nach dieser erfolgreichen Saison? Ist schwer zu toppen für die Regionalliga. Was erwartet uns da in Schwerin? Ja, natürlich purer Abstiegskampf. Also als Aufsteiger muss man die Klasse halten oder will man die Klasse halten. Das ist das erklärte Ziel und da werden wir dran arbeiten. Menz, der Trainer hält jetzt mal kurz die Ohren zu. Was geht heute Abend noch? Gar nichts. Das ein oder andere Bier wird auch getrunken, oder? Das ja, aber heute ist ja Sonntag, wir müssen alle morgen wieder arbeiten. Ein Wort, denke ich mal, wir haben heute um 300, 400 Zuschauer hier gehabt. Ein Wort noch zu der Stimmung hier in der Halle. Ja, war sensationell, hat richtig Spaß gemacht. Leider hat ja Grün-Weiß
im Ende nicht ganz den Pokal geholt. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn wir doppelt feiern können. Ja. Wir hoffen, dass in der Regionalliga genauso viele Leute kommen. Alles klar, gut, danke Jungs, war etwas schön. Danke. Okay, so, jetzt haben wir zwei Meister hier, ein Vizepokalsieger, ein Pokalsieger. Ja. Sehr erfolgreiches Wochenende hier wieder für den Handball in Schwerin. Susi, ganz kurz, jetzt sind ein paar Momente vergangen seit der Niederlage, ein paar Worte dazu. Ja, aber schade. Was sollen wir machen? 7 Meter in Werfen verloren, in der letzten Sekunde noch Pech gehabt. In der zweiten Halbzeit haben wir noch gut aufgeholt, aber wir haben es halt in der ersten Halbzeit wirklich vergeigt. Basti, ihr habt es ein bisschen besser gemacht. Sehr, sehr deutlich doch gegen Schwan gewonnen. Sag mal kurz, was deine Eindrücke zum Spiel? Also in erster Linie muss ich mal sagen, es war ein ganz schön kampfbetontes Spiel von beiden Seiten. Und in den ersten Minuten muss man immer versuchen, beim Gegner den Schneid abzukaufen. So, und dann nachher sind wir über Tempo gegangen. Wir haben die Maßgaben vom Trainer gespannt, eben halt umgesetzt. Und das war nachher der Erfolg zum Schlüssel, ganz einfach. Kurze Frage, 50. Tor ist nicht gefallen. Oliver Haunschild, hat er verweigert? Also ich würde da sagen, ganz klar verweigert, und ich glaube, das wird noch mannschaftsintern geregelt werden. Alles klar, ich denke, du bist auch da mit der Beauftragte, der das mit regelt, ne? Da gibt es immer noch eine ältere Person namens Menz Exner, und wenn der sagt, das wird gemacht, dann wird es gemacht. Das hört sich gut an. Susi, wir haben hier heute vor 300, 400 Leuten gespielt, doch eine sehr laute Halle gewesen. Kurz deine Eindrücke zu dem Spiel, zu dem Tag hier in der Halle? War sehr schön. Zuschauer, danke. Also es war wunderschön. Wir spielen sehr selten vor so einer Kulisse. Ich denke mal, Post hat das ein bisschen öfter als wir. Aber echt unglaublich. Hat Spaß gemacht. Basti, ganz kurz. Also der Wort zu den Fans. Also das war super. Das war phänomenal von der Stimmung her. Man wünschte sich das eigentlich öfters für die neue Saison. Ich denke mal, da geht es eben halt uns allen genauso. Vielleicht kriegt man da irgendwas in Kooperation hin. Da muss man natürlich gucken, da sind die Offiziellen gefragt. Und ich denke mal, wir als Sportler haben eben halt unser Bestes dafür getan, dass auch ein paar Zuschauer uns zugucken. Basti, wird heute noch gefeiert bei euch? Also ich denke, die meisten müssen morgen wieder hoch, wieder arbeiten. Ein bisschen geht's noch los, aber irgendwann ist auch mal Schluss. Du als einer der Älteren willst auch rechtzeitig ins Bett, oder? Ich glaube, die Couch ruft. Alles klar. Susi, was steht bei euch jetzt noch an in Zukunft? Die neue Saison kommt. Was denkst du, was wird uns da erwarten? Tja, was wird uns da erwarten? Lass uns überraschen. Wir müssen uns auf jeden Fall gut vorbereiten. Es wird sehr schwer. Mal schauen. Lass uns überraschen. Okay, gut. Während wir hier dieses Interview führten, werden wir jetzt einmal noch mal kurz die Kamera drehen, um die Leute zu zeigen, die doch einfach da im Hintergrund rumhampelten, um das jetzt mal mitzubekommen. Anne! Anne! Bei uns jetzt der Malte. Malte, ganz kurz deine Eindrücke zu diesem Pokalerfolg heute. Ja, ganz geiles Spiel, muss ich sagen. Leider war ich ja verletzt gewesen, aus dem Halbfinale davor, aber die Mannschaft hat super gekämpft, Moral bewiesen. Und ja, es hat einfach nur Spaß gemacht zuzusehen, und jetzt haben wir den Pott Elling in Schwerin. Malte, wir haben heute vor einer großen Kulisse, denke ich mal, gespielt, für die Oberliga doch wirklich ein paar Zuschauer da gewesen. Deine Eindrücke dazu? Ja, ich muss auch sagen, habe mich sehr gefreut, dass so viele heute den Tag hier in der Halle verbracht haben, wollen, wie auch immer. War nicht zu erwarten, sag ich mal, bei dem Wetter, war ja nicht schönes Wetter auch. Und wunderschön, wenn ich das halten könnte für diese Regionalliga. Das wäre natürlich klasse für uns, für unsere Unterstützung. Das brauchen wir. Malte, zwei Spieler verlassen den Verein mit Oliver Haunschild und Sebastian Probmann. Wird das die Mannschaft schwächen? Ja, gar keine Frage. Unsere Mannschaft ist einmalig. Also wer mitgespielt hat, weiß, was ich sage. Sebastian, gerade im Tor, wird uns sehr fehlen. Ne? Ein wichtiger Mann. Und Olli hat immer alles mitgemacht, immer in die Lücken eingesprungen. Das ist echt der Hammer. Also fehlt schon wieder, ja. Wobei wir bei Olli sind. Ich habe gerade schon Sebastian Witt die Frage gestellt. Olli hätte den 50. machen müssen, oder war er verweigert? Ja, Olli muss den machen, das ist ganz klar. Also ich meine, wir müssen wahrscheinlich auch eine Kiste in die Mannschaft hauen, das ist ganz gar keine Frage. Alles klar, gut, danke dir. Wie sollte es auch anders sein? Der Landesmeister und Aufsteiger in die Regionalliga SV Post Telekom räumt auch noch den Pokal des Handballverbandes ab. Vom 22. bis 28. Mai berichten wir zur selben Zeit vom Badminton, Sachsenhausen-Gedenklauf, Anpaddeln der Drachenboot-Teams zur Buga und Fußball.